Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Sauna Club von Swiss und die anderen in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sauna Club von Swiss und die anderen, das Ganze am 1. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das vierte Album von Swiss und die anderen. Die Box zu diesem Release, diese hier, die habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und heute ist es an der Zeit für die Vinyl Edition. Es gab, so wie bei der Box, zwei Editionen der Vinyl. Und zwar, es gab einmal so die reguläre Vinyl Edition. Das war ganz einfach eine Vinyl in Schwarz gehalten. Und ich habe in diesem Fall die limitierte Variante. Dazu kommen wir dann noch. Und ja, also wie gesagt, es gab zwei verschiedene Varianten. Ich habe mich für die limitiert entschieden. Als erstes werden wir mal das Ganze aus der Folie holen. Einmal hier mittig aufschneiden. So, also wir haben hier das Cover des Albums. Und zwar haben wir hier die Herrschaften in einer Sauna sitzend, nackt mit einem Handtuch bedeckt. Und dann lesen wir hier noch so diverse Tags und Schmierereien, so Schriftzüge, zieht euch an, boykottieren, Idioten, also Pseudo-Link, die meisten hier irgendwie beleidigend. Oder hier steht auch noch, verpisst euch. Was steht hier noch? Poser, Showies. Ja, also eher so negative Sachen, die hier dran getaggt wurden. Dann lesen wir hier noch Swiss und die anderen Parental Advisory krank links. Also dieser abgewandelte Verbraucherhinweis. Auf der Seite Swiss und die anderen Sauna Club plus Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben die A- und die B-Seite, also 12 Tracks mit diversen Features. Features mit dabei von Axel Kurt von Wieso, BOZ, Reeperbahn, Karim, Schocki und Ferris. Und auch ein Feature von Tamasch. Und was an dieser Vinyl das Besondere ist, wir haben hier dann noch eine zusätzliche Vinyl dabei. Und zwar Phönix aus der Klapse, so nennt sich das. Und Seite D, Etching. Okay, das Ganze wie gesagt limitiert. Hier haben wir die Limitierung 656 von 1000. Bedeutet, diese Vinyl ist auf 1000 Stück limitiert. Meine ist die Nummer 656, Beteiligte und Barcode. Und ich glaube, das hier, also Seite C und Seite D, die gab es wirklich nur in dieser limitierten Variante. Die waren, glaube ich, bei der regulären nicht dabei. Okay, so, wir kommen hier zum Innenleben des Gateholes. Wir haben hier diverse Fotos, diverse Aufnahmen hier aus dem Sauna Club. Also wir sehen hier die einzelnen Mitglieder der Gruppe mit doch etwas betagteren Damen hier feiern. So sieht das aus. Dann werfen wir einen Blick ins Innere. Also Vinyl Nummer 1. Und Vinyl Nummer 2. So, jawohl, mehr ist hier nicht drin. Also, als allererstes haben wir hier einen riesen Zettel mit den ganzen Infos. Also wir haben hier die kompletten Lyrics der einzelnen Tracks. Die sind hier wirklich Wort für Wort erfasst, jeder einzelne Track. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits. Sowohl zu diesem Bonus, nämlich Phönix aus der Klapse, als auch natürlich zu dem Album Sauna Club. Ja, zu Phönix aus der Klapse gibt es noch zusätzlich zu sagen, dass hier Ferris MC mit dabei ist. Also nicht nur Swiss, sondern auch Ferris MC hier rappt. Dann kommen wir zu den Vinyls. Die kommen hier in einer schwarzen Papierhülle. Das ist Nummer 1. Schauen wir mal rein. Jawohl. Und das ist auch das Besondere an dieser limitierten Variante, wir haben hier so eine schwarz-rote Splatter-Vinyl. Also rein von der Optik her sieht das schon in meinen Augen deutlich heftiger, deutlich besser aus als diese klassischen in Schwarz. Seite A lesen wir hier. Auf der Rückseite dann natürlich die Seite B. Also hier ist das Album drauf. Und diese Papierhüllen sind sogar innen auch noch ausgekleidet hier mit Folie. Sehr schön. Und darüber hinaus,
also das ist jetzt das reguläre Album, haben wir dann eben noch diese zweite Vinyl und die kommt hier auch wieder in einer schwarzen Hülle von innen mit Folie. Und hier haben wir dann die C-Seite. Hier ist eben dann dieser Bonus drauf, nämlich Phönix aus der Klapse. Und auf der Rückseite, die D-Seite, da ist jetzt gar nichts zu hören, sondern das ist wirklich hier Optik. Also man hat eben diese EP, diese Phönix aus der Klapse Bonustracks, die hat man hier komplett auf die C-Seite gepackt. Das ging sich so aus. Die D-Seite wäre demzufolge dann leer oder ist leer, aber die hat man dann hier gestaltet. Und das sieht auch krass aus. Also wenn man hier entsprechend ins Licht hält, dann sieht man hier, das sieht echt so nach buntem Artwork aus. Hier alles mögliche durcheinander. Diverse Logos, Schriftzüge, Symbole, alles hat hier Platz gefunden. Und in der Mitte lesen wir noch Swiss und die anderen 1323. Also das ist im Alphabet der 13. oder 23. Buchstabe, das M und das W. Abkürzung für missglückte Welt. Ja, gefällt mir von der Optik auf jeden Fall. Das sieht echt mächtig aus. Packen wir wieder zurück in die Hülle. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diese Vinyl Edition befindet. Einmal die Bonus-Vinyl hier mit Phönix aus der Klapse und auf der Rückseite dieses Artwork, diese Gestaltung. Dann natürlich die eigentliche Vinyl mit A- und B-Seite mit den 12 Tracks des Albums. Dann dieses Einlegerchen hier, dieser doppelseitige Einleger mit den ganzen Lyrics und den Credits zu der Musik. Und natürlich das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Jawohl, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Swiss und die anderen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.